Hallo liebe Freunde, durch versehentliches Formatieren einer Speicherkarte für ein Foto, eine Videokamera, einen Rekorder oder ein Mobiltelefon werden alle drauf gespeicherten Videoclips und Fotoalben gelöscht. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Oft räumen Fotografen während des Fotoshootings versehentlich die Speicherkarte, um Speicherplatz freizugeben. Infektion mit einem Virus, unsachmäßige Bedienung von Programmen, Stromausfall, all dies kann Ihre Bilder löschen. Wenn Sie auf ein ähnliches Programm stoßen, befolgen Sie unsere Anweisungen. Verwenden Sie die Speicherkarte nicht mehr. Weitere Foto- oder Videoaufnahmen machen die Wiederherstellung von Fotos unmöglich. Schließen Sie die Speicherkarte mit dem Kartenleser an, einen Computer oder Laptop an. In einigen Fällen können Sie die mit einem Kabel verbundene Kamera, das Telefon oder das Tablet als Kartenleser verwenden. Wenn Sie die Speicherkarte beschädigt ist und nicht erkannt werden kann, wenden Sie sich an einen Reparaturdienst. Wenn der Computer Ihre Karte sieht, verwenden Sie Hetman Fat Recovery. Laden Sie das Programm über den Link in der Beschreibung herunter und installieren Sie es. Schauen wir also genauer an, wie Sie Dateien mit dem Hetman Fat Recovery Programm wiederherstellen können. Dazu erstellen wir eine der Situationen neu, die zum Verlust wichtiger Dateien führen können. Hier ist eine Speicherkarte mit Dateien. Wir formatieren sie. Wie Sie sehen, ist die Karte formatiert, die Dateien sind verloren und jetzt müssen wir sie wiederherstellen. So können Sie Dateien mit dem Programm Hetman Fat Recovery wiederherstellen. Führen Sie das Programm aus. Finden Sie die Speicherkarte in der Liste und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. Hier wählen wir vollständige Analyse und lassen die Kontrollkästchen unverändert. Weiter. Wir warten, bis der Analyseprozess abgeschlossen ist. Dies kann einige Zeit dauern. Fertig. Der Analyseprozess ist abgeschlossen. Und so, wir können die notwendigen Dateien auswählen und wiederherstellen. Wählen Sie und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie nun auf Festplatte speichern und geben Sie den Pfad an, in dem die Dateien wiederherstellt werden sollen. Klicken Sie auf Wiederherstellen. Dies kann einige Zeit dauern. Fertig. Wie Sie gesehen haben, hat das Programm dies schnell und einfach erledigt und dank der intuitiven Benutzeroberfläche des Programms und des praktischen Wiederherstellungsassistenten war ich mit einem Minimum an Aufwand beschäftigt. Das war alles für heute, vielen Dank fürs Zuschauen, auf Wiedersehen, tschüss und vergiss nicht Daumen hoch zu machen. Tschüss.